We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. Hallo, herzlich willkommen zum neuen Video von mir. Heute wieder eine neue Sicht. Ja, der andere Tisch ist voll, da steht immer noch mein Bastelkram, mein Silvesterkram drauf. Aber ja, wir waren bei Kaufland einkaufen und der Scheißladen war übervoll, Mann. Wir waren extra bei einem anderen Kaufland diesmal, weil ich vielleicht dachte, vielleicht haben die Weihnachtsdeko nochmal 80% oder so reduziert. War aber nicht der Fall und das Kaufland war übertrieben voll. Aber ich gehe davon aus, dass alle Kaufländer voll sind und die haben die Regeln wirklich richtig durchgesetzt. Das heißt, ich war mit meinem Mann zusammen einkaufen und wir mussten beide einen Einkaufswagen nehmen. Und ja, also war wirklich sehr, sehr voll der Laden. Übrigens wollte ich sagen, ich weiß, wir wissen natürlich, pro Haushalt soll eigentlich nur eine Person einkaufen gehen. Aber wir haben für den Schwiegervater mit eingekauft und den haben wir aber zu Hause gelassen. Deswegen passte das eigentlich ganz gut mit den zwei Wägen. Da hat er für den Schwiegervater eingepackt und ich habe unseren eingepackt. Ja, ich habe 62 Euro ausgegeben und jetzt geht's aber auch los. Ich habe ja schon gesagt, wir essen selbstgemachte Burger. Und dafür habe ich zweimal Patties gekauft. Also mein Mann wollte auf jeden Fall die großen haben. Und dann habe ich mich für die mit Sesam drauf entschieden. Und wir sind vier Personen. Eigentlich reichen vier Burger, weil die echt groß sind. Aber ich habe zwei Packungen gekauft, falls jemand doch noch einen mehr essen möchte. Ich meine, der Abend ist ja auch lang. Und dann habe ich was Neues entdeckt. Das gab es nämlich bei unserem Kaufland nicht. Das ist Gravid Lachsfleisch. Also, oh, ich liebe das ja mit diesem Dillrand. Perfekt. Und das sind aber Portionsscheiben und kostet 5,79 das Kilo. Ja, und hat die Packung, die hat die 80 Cent gekostet und die 1,13 extrem nice. Also das ist ja mein Lieblingsrohschinken. So, eine Portion Eier, aber Eier passt auch sehr, sehr gut auf Burger. Also so ein tolles Spiegelei mal drauf. Aber wir essen sowieso relativ viele Eier, deswegen brauchen wir das immer. Und das war jetzt nur in der Werbung. Das habe ich aber gekauft, weil oh, das ist immer so lecker. Also ich mag ja Hähnchengyros noch lieber, aber sehr, sehr lecker. Richtig gut gewürzt. So. Und für die Burger brauchen wir natürlich noch Patty-Fleisch. Und das Rindfleisch war in der Werbung. Und dann habe ich dazu noch einmal Schweinefleisch geholt, weil gemixt schmeckt es ja immer dann am besten. Und wir haben aber noch hier für unseren Special Guest die guten Blockhaus-Burger geholt. Da kosten zwei Patties 4,90 Euro. Aber ja, das ist halt ja, der Klassiker aus dem Restaurant. Hat auf jeden Fall eine ganz gute Werbung. Locker Homestyle, saftig. Ja, ihr wisst, so eine guten Sachen leisten wir uns sonst nicht. Aber zu Silvester geht es auf jeden Fall mal klar. So, dann habe ich Nuggets eingepackt, weil mein Mann liebt Nuggets. Und das, ich weiß nicht, ob wir das schon mal gekauft hatten, aber das ist geschnetzeltes und das passt sehr, sehr gut zu dem Curry, den ich heute essen möchte. Mein Mann hat nämlich endlich wieder Kokosmilch gekauft gehabt und ja, dann habe ich gleich gesagt, so hey, ich hätte gern heute einen Reis mit Curry. Und ja, da kommen die Hähnchenschnitzel dazu. So, einen coolen Snack habe ich nochmal erneut eingepackt. Ich habe jetzt schon meinen zweiten davon gegessen, schmeckt extrem gut, aber mein Mann hat zwei aus meiner Packung gegessen und deswegen musste ich leider eine neue Packung kaufen. Also wir haben jetzt noch zwei alte da sind ja sechs Stück drin. Aber ja, musste eine neue Packung her. Ich habe eine kleine Käseauswahl geholt. Einmal habe ich mich hier für diesen extra dicke Burgerscheiben, Schmelzkäsescheiben entschieden. Da sind acht drin und einmal für Allgäuer Schmelzkäsescheiben. Ja, da gab es auch noch Cheddar, aber ich habe die richtigen Cheddar geholt. Also hier. Den original irischen Cheddar, den Hartkäse, der natürlich nicht rot eingefärbt ist. Und ja, deswegen habe ich vom Schmelzkäse keine Cheddar-Variante geholt. Aber ich finde diese dicken Scheiben, die schmecken echt deutlich besser irgendwie auf dem Burger. Und ja, noch milden Käse. Und dann kann sich jeder aussuchen, was er möchte. Genau, und weil wir ja drei Männer sind und ich, habe ich noch eine Gallier-Melone geholt. Weil die können alle noch ein paar Vitamine vertragen. Rasierschaum für meinen Ehemann. Von eBay Kleinanzeigen hat sich jemand bei mir gemeldet, der möchte gerne die Netzwerkkabel kaufen. Also ein 10 Meter und ein 5 Meter Kabel. Oh, geilo. Super. Ja, wären nochmal 15 Euro. Ich habe ihm geschrieben, er soll sie schmelzen. Vielleicht kommt er heute noch vorbei. Ja, geilo.
einmal Mayonnaise. Da hatte ich erst die günstige eingepackt, aber mein Mann hat gesagt, das schmeckt nicht. Und da hat er sich die doppelt so teure ausgesucht. Also ich erkläre das für die Leute, die es wichtig ist. Also Mayonnaise ist ja nur Fett mit Ei. Aber die von dieser Marke hier mit dem Or, ja, die schmeckt besonders gut. Und das ist die einzige, die dieses... hier, seht ihr dieses konische Ding hat? Da kriegt man restlos alles raus. Bei den anderen ist es immer scheiße und ich muss mit einer Schere dann diese Kacke aufschneiden. Da habe ich keinen Bock drauf. Da bezahle ich. Machst du das? Ja, und dann nehme ich mit einem Löffel den Rest raus. Ja. Also macht da immer so ein Milliliter Milch rein eigentlich und schüttel nochmal. Nee, also ich finde die, außerdem schmeckt die halt auch besser. Mir schmeckt die generell besser, die Mayonnaise. Naja, ich bin da kein so Fan von. Ich esse auch die billige, muss ich sagen. So, ja. Die ist übrigens nur 60 Cent. Nee, die andere hat 97 Cent gekostet und die kostet 1,97 Euro. 1,97 Euro? Ja. Steht das auf dem Kasten? Ja. Scheiße. Hamburgersoße mag ich ja extrem gerne. Und da habe ich jetzt eine gute Ausrede, weil wir ja Burger machen, dass ich mir diese Soße kaufe und dann alleine aufesse. Danach schmutzt sich das so in den Mund, oder? Ich habe ein Mixery-Bier bekommen. Ja, eins hatte ich ja Weihnachten getrunken, also eins habe ich noch da. Und jetzt habe ich noch ein Ersatzbier bekommen, falls ich zwei trinken möchte. Mein Mann hat sich das Borados ausgesucht, das war mit Tequila. Und das wolltest du dir teilen, weil die Dose ist auch relativ teuer, wenn man das mal so bedenkt. Ja, ne? das teile ich mir mit dem Iggy-Wert. Dann Aktiv Exotik von Spreequell haben wir mit ausgesucht. So, und dann geht's hier weiter mit Bier Altenburger Premium Pilz. Warsteiner, es war übrigens super duper viel von Getränken in der Werbung die Woche, also da konnte man echt zuschlagen. Warsteiner, also Becks Kasten zum Beispiel war 44% reduziert. Sprite hat er sich hier noch geholt. Ich trinke ja Wasser oder mein Cola-Mix. Hier ist noch eine Coca-Cola. Nochmal Warsteiner. Also er hat so gerechnet für jeden 2 bis 3 Bier und dann müsste der Abend auch ganz gut rumgehen. Hier haben wir einmal Wein aus dem Tetrapack geholt. Weil er nicht möchte, weil wir hatten ja jetzt noch das Gulasch geholt und im Tiefkühler. Und wenn ich wieder Gulasch mache, dann möchte ich ja da gerne Rotwein mit reinmachen. Und dass ich nicht seinen teuren, guten 2012er Jahrgang immer da benutze, hat er mir jetzt Tetrapack Wein gekauft. Und ja, hier sind noch 2 Altenburger Premium Pilze. Achso, hier ist die Tüte, die ich hochgetragen habe. Ist ja nicht so, dass ich gar nichts hochtragen würde. Hier ist einmal Chips drinnen. Der sind salzig, rüffelt und mit Salz. Mehr ist da nicht drin. So. Genau, ich habe hier noch 50 Gramm Kirschen geholt. Die haben 69 Cent gekostet. Ein paar Kirschen kann man auf jeden Fall auch noch essen. Und für meinen Burger dachte ich, also ich esse auch total gerne Kresse, ein Paket Kresse. So, dann waren Tomaten im Angebot. Naja, gut, also immer noch relativ teuer. 500 Gramm, 1 Euro. Da habe ich 2 Pakete geholt, weil es gibt Leute, die wollen ja Tomatenscheiben auf ihre Hamburger drauflegen. Und die Kanten von den Tomaten, die möchte man natürlich nicht essen. Habe ich vollstes Verständnis für. Wenn Osok da ist, lasse ich die Kanten auch liegen. Und wenn es mehrere machen, in einem Haushalt braucht man halt ein paar Tomaten mehr. Und einen Osok, der am Ende die Kanten isst. Und dann habe ich hier noch Schnittlauch geholt. Einfach nur zum Angeben, muss ich sagen. So, ich habe mich hier für so einen gemischten Pflücksalat entschieden für die Burger. Und das hat mein Mann eingepackt. So ein Blümchenbrot, wie heißt das? Partykranz. 50% reduziert. Genau, und meine Plackers, heißen die Plackers? Mikromint. Die waren alle. Ich hatte die letzten Jahre mit so einem Zahnband und das ging sehr, sehr gut, weil ich habe sehr, sehr enge Zwischenräume. Also eigentlich gar keine. Und das ging mit diesem Ding sehr gut. Und dann hatte ich erst diese rosane Variante mit dem Zahnband. Aber die grüne Variante ist im Endeffekt ein bisschen günstiger und hier ist Zahnseide zwischen. Und die würde ich dann mal ausprobieren. Da kostet die Packung aber auch über 93 oder so. Ich bin mir gerade unsicher. So, wir haben eine Avocado, weil die letzte Woche auch ganz gut angekommen ist. Und wir haben ja auch wieder Chips, deswegen könnten die, haben wir was zum Dippen. Ich habe zweimal Pudding entschieden. Ich habe zweimal Pudding gekauft und ich habe mich für Vanillepudding entschieden. Weil, ja, also jetzt, wo wir so viel Pudding wieder zu Hause haben, schmeckt der auch wieder sehr, sehr gut. Und da habe ich ein bisschen was Neues gekauft. So, einmal Bautzner Senf. Unser Senf ist nämlich komplett alle. Und dann habe ich aber noch diese Packung geholt, weil sich die einfacher auf die
Burger verteilen lässt und es ein bisschen hygienischer ist, wenn wir alle zu viert hier sind. Neuen Schmand. Ich habe heute Morgen den Schmand alle gemacht, den wir noch da hatten. Ich habe nämlich einen Wrap gegessen mit Schmand und Zwiebeln und Ei. War sehr, sehr lecker. Saure Sahne habe ich auch noch zweimal geholt, weil die weniger Fett hat als der Schmand. Und Kräuterschmelzkäse in der Light-Variante habe ich auch mitgenommen. Die war nämlich auch reduziert und kostet immer noch 40 Cent mehr als die hauseigene Marke. Aber naja, ich habe es jetzt mal wieder genommen. So, unseren Salatkopf habe ich heute Morgen auch aufgegessen. Und ja, deswegen haben wir hier auch einen neuen geholt. Und das war auch unser ganzer Einkauf. Eigentlich wollte ich noch eine Girlande kaufen. Da stand so richtig fett Merry Christmas drauf. Und Weihnachtsartikel sind ja 50% reduziert bei Kaufland. Aber die hätte immer noch 4,86 Euro gekostet für eine Girlande. Und ja, das habe ich dann, als ich den Preis gesehen habe, wieder der Kassiererin zurückgegeben. Und dann hat sie dann das rausgenommen aus der Rechnung. Ja, weil das, also für eine Girlande 5 Euro zu zahlen, ist total komplett bescheuert, weil es ist halt einfach ein bisschen Wolle mit Pappe. Ja, okay, sehr, sehr schade. Deswegen haben wir keine Weihnachtsdeko mehr geholt, weil, ja, hatten nicht so viel da und das, was da war, war halt immer noch zu teuer. Und habe ich kurz überlegt, weil mein Geschenkpapier ja alle ist, ob ich neues Geschenkpapier kaufen sollte. Aber ernsthaft, ich kann das auch in Zeitungspapier einpacken. Also die 30 Cent wollte ich dann auch nicht ausgeben. Und ja, dann haben wir da nichts mitgenommen. Für den gesamten Einkauf haben wir hier 62 Euro noch was ausgegeben. Peter war auch so bei 59 Euro. Den Einkauf für ihn haben wir auch schon rübergefahren. Wir sind ja sehr, sehr fleißig. Und ja, jetzt genießen wir unseren restlichen Tag. Also ich muss ja meine Zahlen noch fertig machen. Und da habe ich das Goldpapier schon rausgesucht. Und die muss ich nur noch rumkleben quasi, dann ist es fertig. Die sind jetzt auch getrocknet. Also auf der Heizung ging es wirklich sehr, sehr flott. Also meine Pappmaché-Zahlen. Und ja, das wird auch noch fertig. Und ja, genau. Konnte man, glaube ich, nicht sehen. Aber hier liegt noch meine Decke. Ich habe heute Morgen noch GZS-Set nachgeschaut. Gestern hatte ich keine Zeit dafür, weil ich Video schneiden musste. Ah ja, also 2, 3 Handgriffe müssen wir noch tun. Und dann kann es morgen auch schon wieder losgehen mit die Party geht weiter. Morgen ist dann schon Silvester, ja. Also verging richtig gut rum dieses Jahr und ich wollte mich jetzt aber verabschieden. Das Video geht jetzt lang genug, auf dem Tacho stehen hier 12 Minuten schon. Ja, wir sehen uns also morgen wieder. Da gibt es auf jeden Fall einen Daily Vlog dann wieder und dann nehme ich euch ein bisschen mit über unsere Silvesterparty, würde ich sagen. Und wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr mich jetzt gerne abonnieren, da würde ich mich wirklich sehr darüber freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao!